Herzlich willkommen bei der Vorlesung zum internationalen Privatrecht. Mein Name ist Martin Fries. Ich betreue diese Vorlesung hier in Mannheim im Sommersemester 2017. Ich bin hier in diesem Semester Lehrschulvertreter und freue mich, das internationale Privatrecht gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Wochen Stück für Stück zu erkunden. Diese Vorlesung werden wir mitschneiden auf Podcast. Das bedeutet, Sie werden die Vorlesung nicht nur im Hörsaal verfolgen können, sondern Sie werden sie auch nachträglich und dauerhaft verfügbar haben. Einerseits natürlich den Ton, zum anderen aber auch die Folien, die ich hier vorne zeigen werde. Das kann Ihnen helfen, wenn Sie mal einzelne Termine nicht wahrnehmen können, aber vor allen Dingen auch dann, wenn Sie Inhalte später noch einmal wiederholen oder auffrischen wollen. Podcast bedeutet, dass Sie diese Aufzeichnung abspielen können auf den meisten Endgeräten, das bedeutet insbesondere auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem normalen Computer, PC oder Laptop. Und schauen Sie dann auch mal auf das Programm, mit dem Sie das abspielen. Häufig ist es so, dass es eine Möglichkeit gibt, insbesondere die Geschwindigkeit der Abspielung zu variieren. Das bedeutet, Sie können es schneller oder langsamer abspielen, als es eigentlich aufgezeichnet wurde. Das wird Ihnen dann vielleicht helfen, wenn Sie das bereits zum dritten Mal wiederholen und relativ schnell durchgehen wollen oder wenn Sie sich etwas mehr Zeit nehmen möchten und die Inhalte parallel nachschlagen oder langsam reflektieren möchten. Internationales Privatrecht. Was ist darunter zu verstehen? Was wollen wir überhaupt innerhalb dieser Vorlesung behandeln? Gegenstand dieser Vorlesung ist das internationale Privatrecht zunächst einmal in mehrererlei Hinsicht. Sie sehen direkt schon auf dieser Folie eine Unterscheidung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, IPR, wie wir es abgekürzt gleich sagen werden. Das ist eine Unterteilung, die Sie schon kennen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt einmal das, was Sie vor die Klammer ziehen, weil es für alle besonderen Teile auch gilt. Und dann gibt es das besondere Recht, wenn Sie so wollen. Und in diesem finden Sie bestimmte einzelne Rechtsgebiete, die, so wie Sie vielleicht schon aus dem BGB kennen, nun auch im IPR in ähnlicher Weise separat voneinander geregelt sind. Wenn Sie in das besondere IPR hineinschauen, in das besondere internationale Privatrecht, dann sehen Sie dort viele Themen, die Ihnen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch natürlich schon geläufig sind. Sie sehen fast schon einen ähnlichen Aufbau wie im BGB selbst, wenn da die Rede ist vom Schuldrecht, vom Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht. Das kennen Sie so aus den BGB-Büchern auch. Dann das Gesellschaftsrecht und das Insolvenzrecht als besondere Rechtsgebiete, die ich mal dazugefügt habe, weil ich den Eindruck habe, diese Rechtsgebiete haben eine besondere Bedeutung in internationalen Fallgestaltungen und sind vielleicht auch für Ihr Studium mit dem wirtschaftsrechtlichen Hintergrund von besonderer Bedeutung. Als dritten Schritt ans Ende dieser Vorlesung gestellt habe ich das internationale Zivilverfahrensrecht. Das ist etwas, was nicht im engeren Sinne IPR, nicht im engeren Sinne internationales Privatrecht ist, sondern eben Verfahrensrecht, was deswegen vielleicht auch nicht den Kern dieser Vorlesung ausmacht, aber weil Sie vielfach vielleicht nicht mehr eine eigene Vorlesung zu diesem Thema hören werden, werde ich am Ende dieser Vorlesung in den letzten 1 bis 2 Terminen auch auf das internationale Zivilverfahrensrecht, also ZPO international, wenn Sie so wollen, eingehen. Ich muss bei dieser sehr groben Übersicht über das, was wir in der Vorlesung behandeln werden, eines vorausschicken. Der allgemeine Teil des internationalen Privatrechts ist allgemein, ist abstrakt und ist damit vielleicht auch etwas, was einem nicht so leicht runtergeht wie die besonderen Teile, weil die besonderen Teile gespickt sind mit Fällen, die teilweise sehr blumige Sachverhalte haben, die man sich relativ einfach merken kann. Und im allgemeinen Teil des IPR, wenn wir uns eher mit neuen Begrifflichkeiten vertraut machen und mit der Technik, mit der das internationale Privatrecht arbeitet, am Anfang sogar auch mit der Geschichte des IPR. Das hört sich auf den ersten Blick sehr trocken an und ich bin fast versucht zu sagen, das ist es auch. Es ist jedenfalls so, dass Sie beim allgemeinen IPR, und das wird im Wesentlichen
der Gegenstand der ersten drei Vorlesungstermine sein, dass Sie da Dinge auswendig lernen und einüben müssen, was die Technik des IPR anbetrifft. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, diese Arbeit. Sie werden später daraus Früchte ziehen. Zum einen, indem Sie ein Vokabular zur Verfügung haben, mit dem Sie Ihre Kommilitonen beeindrucken können, weil der IPRler mit ganz anderen Begriffen hantiert als Otto-Normaljurist. Aber auch abgesehen davon wird das später für Sie nützlich sein, denn wenn Sie einmal kapiert haben, wie die Verschaltung, wie die Technik des IPR läuft, dann wird es beim besonderen IPR, also ab dem Termin 4, den wir hier gemeinsam absolvieren, für Sie vergleichsweise einfach sein, dann die Vorschriften herunterzuprüfen und zu verstehen, wie IPR-Gesetze gebaut und gedacht sind. Wenn Ihnen am Anfang, gerade in diesen ersten drei Terminen, dann manches etwas zu spanisch vorkommt, dann nehmen Sie es vielleicht für den Moment mal hin. Gerade über den Podcast, den wir ja parallel aufnehmen, da haben Sie die Möglichkeit, auch diese ersten drei Termine später nochmal zu wiederholen. Und vielleicht, wenn Sie dann das besondere IPR auch schon mal gehört haben, dann wird es auf einmal plausibler, was wir hier als allgemeinen Teil vorangestellt haben. Ich werde auch versuchen, in diesem allgemeinen Teil Dinge möglichst zu definieren, die neu sind und für Sie möglichst auch auf Folie festzuhalten, damit Sie im Zweifel zurückblättern können, wenn Sie einmal vielleicht nicht wissen später, was mit einem bestimmten Begriff, den wir hier regelmäßig verwenden, gemeint ist. Das ist der Überblick erstmal über die Vorlesung, sehr grob. Sie sehen, das ist nicht aufgegliedert jetzt genau in Termine, die wir im Rahmen des Semesters absolvieren werden. Aber grob wird es so sein, eben, dass die ersten drei Termine das allgemeine IPR belegen. Wir in den weiteren Terminen ungefähr uns jeweils einen, vielleicht manchmal nicht ganz einen Rechtsbereich vornehmen und somit das IPR nach und nach abarbeiten. Was ist Grundlage dieser Vorlesung? Zunächst einmal die Materialien, die zur Verfügung gestellt werden, hier unmittelbar für diese Vorlesung. Das sind im Wesentlichen die Folien, die ich Ihnen hier vorne auch zeige. Die können Sie ungefähr am Vorabend der Vorlesung jeweils herunterladen. Ich habe Ihnen hier aufgeführt zunächst einmal meine Seite an der Uni München. Dort können Sie diese Unterlagen runterladen und ich kann sie einstellen. Mittelfristig wird es auch so sein, dass ich einen Zugang zu dem Mannheimer System ILIAS habe. Wenn das der Fall ist, werde ich sie natürlich dort auch zur Verfügung stellen. Aber bis das der Fall ist, haben Sie zumindest über die Münchner Seite einmal die Möglichkeit, rechtzeitig vor Beginn der Vorlesung an diese Materialien dranzukommen. Wenn Ihnen das nicht reicht und Sie möchten noch einen Blick rechts und links werfen, dann schauen Sie mal in die Literatur, die ich Ihnen auf diesem Slide angegeben habe. Das erste Buch in dieser Liste habe ich fett gedruckt, und zwar deswegen, weil es Pflichtlektüre ist, wenn Sie so wollen. Das ist nämlich das Gesetz selbst, daran kommen Sie nicht vorbei. Das ist die Standard-IPR-Gesetzessammlung der James Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, wird so ungefähr alle zwei Jahre aufgelegt. Ich denke nicht, dass im laufenden Jahr 2017 noch eine neue Auflage kommt, also kaufen Sie sich im Zweifel die aus 2016. Die brauchen Sie aber auch, weil sich, das werden Sie im Laufe dieser Vorlesung sehr schnell merken, im IPR sehr, sehr viel ändert. Und wenn Sie da mit einer Gesetzessammlung aus 2012 herumlaufen, dann sind da wichtige Gesetze nicht drin, insbesondere europäische Gesetze, die in der Zwischenzeit ergangen sind. Also machen Sie an der Stelle keine Kompromisse. Theoretisch könnten Sie auch arbeiten mit der einfachen BGB-Textsammlung, kann man fast schon nicht sagen, vom Beck Verlag, die Sie vielleicht schon im ersten Semester angeschafft haben. Wenn Sie da reinschauen, dann sehen Sie Gesetze wie zum Beispiel das EGBGB, auf das wir heute noch kommen werden. Ein klassisches IPR-Gesetz sind da schon drin, aber manche andere Gesetze sind da auch nicht drin. Insofern, das mag Ihnen jetzt durch die ersten ein, zwei, vielleicht drei Termine helfen. Aber wenn Sie sich dann entscheiden, bei dieser Vorlesung dabei zu bleiben, dann tun Sie nicht nur mir, sondern auch sich den Gefallen, sich den James Hausmann anzuschaffen. Danach in der Liste sehen Sie eine Reihe von weiterer Literatur, die ich Ihnen angeführt habe, also einerseits Lehrbücher, andererseits auch Fallbücher. Ich habe vor allen Dingen Wert darauf gelegt, dass sie einigermaßen aktuell sind, und zwar aus dem eben schon genannten Grund, dass sich im IPR wahnsinnig viel tut. Brüdermann-Rosengarten, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht aus dem vorvergangenen Jahr. Dann für April 2017 angekündigt zumindest die zweite Auflage vom Juncker. Dann zwei Bücher von
ein Buch von Köhler, Examinatorium aus dem vergangenen Jahr. Es gibt zwei Bücher von Rauscher, von denen ich aufgrund von Aktualität nur das eine angeführt habe, nämlich den Klausurenkurs im IPR aus dem Jahr 2013. Und schließlich fast schon der Klassiker, der von Hoffmann-Thörn, Internationales Privatrecht. Da würde ich an Ihrer Stelle eigentlich die nächste Auflage abwarten. Allerdings wurde die schon mehrfach angekündigt und dann wieder verschoben. Momentan ist sie angekündigt für das zweite Halbjahr 2017. Vielleicht wird sie da rauskommen, vielleicht aber auch nicht. Den von Hoffmann-Thörn würde ich deswegen an Ihrer Stelle vielleicht eher nur aus der Bibliothek mal ausleihen und nur dann anschaffen, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass Sie damit unmittelbar schon arbeiten möchten. So viel zum Literaturhintergrund für unsere Vorlesung. Ich glaube, wenn Sie darauf einen Blick haben, dann sind Sie wirklich ausreichend gewappnet für das, was wir hier in den nächsten Wochen gemeinsam besprechen werden. Das ist dann auch der Vorausblick, den wir jetzt auf die Vorlesung als Ganze machen wollen. Jetzt werden wir mal etwas spezifischer und werfen einen Blick auf die erste Einheit, mit der wir uns jetzt heute beschäftigen. Und da habe ich Ihnen wieder mal vor die große Klammer gezogen, einige Themen genannt, die wir heute nacheinander einmal durchsprechen wollen. Sie sehen, das sind sehr, sehr allgemeine Themen. Wir werden uns das nächste Mal damit beschäftigen, was IPR überhaupt ist und was es von uns will. Dann werden wir uns mit der Geschichte des IPR beschäftigen, also wie alt ist das eigentlich, dieses Rechtsgebiet, und wie hat man das früher gemacht? Wie ist es dazu gekommen, dass wir heute in bestimmter Weise mit dem IPR arbeiten? Und zum Schluss werden wir uns noch anschauen, was die Gesetze sind, wie man Fälle prüft und warum das vielleicht für Sie als Richterin, als Rechtsanwältin oder als anderer Jurist in der Zukunft womöglich unabdingbar sein könnte, sich mit dem IPR einigermaßen auszukennen. Beginnen wir mit der ersten Frage, mit dem ersten Bullet Point, nämlich, was ist das eigentlich, internationales Privatrecht? Es hört sich ja zunächst einmal so an, als ob wir hier von einem Privatrecht sprechen. Es heißt immerhin internationales Privatrecht. Das ist aber fast schon etwas irreführend, denn das internationale Privatrecht sagt zwar was zum Privatrecht, aber es ist selbst eigentlich kein Privatrecht. Was ist es dann, wenn es kein Privatrecht ist? Nun, zumindest erstmal international. Und international deswegen, weil es ein Rechtsgebiet ist, das sich mit Fällen beschäftigt, die grenzüberschreitende Bezüge haben oder die Bezüge zu anderen Staaten haben. Und für diese Art von Fällen, für diese internationalen Fälle, muss man als Richter, muss man als Rechtsanwältin wissen, welches Recht man auf diese Fälle anwenden sollte. Solange man für diese Fragen nicht sensibilisiert ist, denkt man sich, naja, ich bin ein deutscher Jurist, ich bin hier ausgebildet, was ich kann, ist das BGB, das lerne ich seit dem ersten Semester, ich habe ein langes Studium gemacht, habe ein oder zwei Staatsexamina gemacht, natürlich wende ich das deutsche Recht an. Aber in dem Moment, wo Sie einen Sachverhalt haben, der Bezüge zu unterschiedlichen Staaten hat, sagen ja vielleicht die anderen Staaten, hallo, wir haben auch ein Privatrecht. Es gibt nicht nur das deutsche Privatrecht, es gibt viele Privatrechte auf der Welt. Jeder Staat hat sein eigenes Privatrecht. Manche Staaten haben sogar mehrere Privatrechte. Und jedes dieser Privatrechte buhlt womöglich darum, in bestimmten Fällen angewendet zu werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo Sie einen Fall haben, der internationale Bezüge hat, müssen Sie zunächst einmal eine Entscheidung treffen, wessen Privatrecht, also das Privatrecht welchen Staates denn angewendet werden soll. Und genau die Antwort auf diese Frage, die findet sich im internationalen Privatrecht. Also, das IPR bestimmt, welches staatliche Recht auf einen Fall mit Auslandsbezug Anwendung findet. Sie werden im Verlaufe dieser Vorlesung merken, dass IPRler gut darin sind, Fremdwörter zu jonglieren und mit Fremdwörtern um sich zu schmeißen. Und damit fangen wir auch gleich an. Wir werden gerade in den ersten drei Vorlesungen relativ viele Fremdwörter einführen, mit denen wir dann auch arbeiten werden. Die ersten beiden Fremdwörter stehen auf dieser Folie drauf, direkt auf dem ersten Bullet Point, nämlich Kollisionsrecht und Sachrecht. Das sind zwei Begriffe, mit denen Sie jetzt künftig werden hantieren müssen. Kollisionsrecht ist einfach nur ein anderer Begriff für das internationale Privatrecht, ein kürzerer Begriff, den wir deswegen häufiger einsetzen werden. Und das nationale Privatrecht, das nennt man im IPR-Jargon das Sachrecht. Unterscheiden Sie diesen Begriff vom Sachenrecht,
Wenn Sie noch nicht für IPR sensibilisiert sind, kann es sein, dass Sie Sachrecht hören und sehr schnell Sachrecht denken und sagen und sich denken, da hat jemand vielleicht nicht so genau hingeschaut und es mit dem Griff nicht so genau genommen. Das müssen Sie auseinanderhalten. Sachrecht hat zunächst einmal überhaupt nichts mit Sachenrecht zu tun. Das Sachenrecht kann ein Bestandteil des Sachrechts sein, aber wenn wir das jetzt mal ausblenden, Sachrecht heißt einfach nur materielles, nationales im Zweifel Recht, das auf einen Sachverhalt anwendbar ist. Und im Zweifel, wenn wir vom Privatrecht sprechen, dann hat jeder Staat sein eigenes staatliches materielles Zivilrecht und damit auch sein eigenes Sachrecht. Und, um es nochmal zu wiederholen, das IPR oder auch Kollisionsrecht bestimmt, welches Sachrecht auf internationale Fälle Anwendung findet. Das vorausgeschickt. Wie kommt es überhaupt zu internationalen Fällen? Das ist demgegenüber eine vergleichsweise einfache Frage. Auslandsbezüge können sich in ganz unterschiedlicher Weise ergeben und die wichtigsten habe ich Ihnen hier einmal aufgeführt. Es kann zum Beispiel sein, dass eine der an einem Rechtsstreit beteiligten Parteien eine auswärtige Staatsangehörigkeit hat, vielleicht sogar auch beide Parteien, vielleicht sogar auch ein am Rechtsstreit direkt oder indirekt beteiligter Dritter, zum Beispiel ein Kind, wenn es da um Scheidungsfolgesachen geht, wenn es um Unterhalt geht, könnte es sein, dass nur das Kind eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, zum Beispiel, weil es in Amerika geboren ist und so weiter. Und durch diesen Auslandsbezug stellt sich dann immer die Frage, welches Recht ist auf diesen Sachverhalt anwendbar, welches nationale Recht oder im IPR-Jargon welches Sachrecht. Eine andere Möglichkeit für einen Auslandsbezug wäre der gewöhnliche Aufenthalt der Parteien oder wiederum eines Dritten war im Ausland. Es kann zum Beispiel sein, dass wir zwar deutsche Staatsangehörige haben, aber die leben seit Ewigkeiten in Spanien. Und wenn zwischen denen dann eine bestimmte Sache streitig ist, zum Beispiel weil sie drüben einen Vertrag geschlossen haben, dann wäre es durchaus denkbar, dass man einen Moment darüber nachdenkt, ob vielleicht spanisches Zivilrecht anwendbar ist. Diese Frage wird durch das IPR, durch das Kollisionsrecht beantwortet. Weitere Möglichkeiten, die Belegenheit eines Gegenstands. Es geht zum Beispiel um ein Grundstück in Dänemark. Der Gegenstand oder ein Grundstück im Ausland belegen und sofort haben Sie den Auslandsbezug. Oder es hat ein Unfall stattgefunden und dieser Unfall hat im Ausland stattgefunden. Oder natürlich auch, dass das Gericht, das angerufen wird, selbst irgendwo von dem Kläger und Beklagten aus gesehen im Ausland ist. All das sorgt dafür, dass wir einen Auslandsbezug haben und dass wir die Frage nach dem IPR stellen müssen. Ab jetzt werden Sie diese Frage vielleicht in Ihren Klausuren immer mitdenken, auch wenn sie häufig unproblematisch ist. Wenn Sie mit dem BGB in den ersten Semestern anfangen, lassen Sie das einfach weg, weil Sie wie selbstverständlich davon ausgehen, dass alle Beteiligten Deutsche sind und dass alle entscheidenden Bestandteile des Sachverhaltes in Deutschland stattgefunden haben, aber das ist eben nicht selbstverständlich. Wenn Sie mal mit einem entsprechenden kritischen Blick schauen, was so in Ihrem Umfeld so alles stattfindet, wo die Leute einkaufen, in welchem Land vielleicht die Online-Händler sitzen, bei denen die Leute im E-Commerce Sachen einkaufen, dann werden Sie schnell feststellen, dass heutzutage, wie man so sprichwörtlich sagt, in der globalisierten Welt doch es sehr viel mehr Auslandsbezüge gibt, als man so denkt. Und natürlich ist es dann nur konsequent, wenn vor den Gerichten die Rechtsstreitigkeiten, die da auftauchen, auch immer häufiger solche Auslandsbezüge haben. Und deswegen kann man durchaus mit Fug und Recht sagen, dass das IPR, das Kollisionsrecht, mit der Zeit immer wichtiger wird. Nun ist man versucht zu denken, dass jeglicher Auslandsbezug, der einem Fall innewohnt, eigentlich nur eine Komplexität schafft und das vielleicht für einen Juristen die Sache einfach nur komplizierter macht. Gleichzeitig kann man die Sache durchaus auch positiv und als eine Chance denken. Es gibt nämlich durchaus Leute, die versuchen, mit internationalrechtlichen Sachverhalten zu spielen, sich vielleicht sogar auch ein Recht, vielleicht ein Zivilrecht zu suchen, das für sie ganz günstige Rechtsfolgen bereithält. Es gibt zunehmend Menschen, die Bezüge zu mehreren Staaten haben und die deswegen durch das IPR fast schon auch die Wahl haben, welches von verschiedenen Rechten für sie anwendbar sein könnte und die dann versuchen, das für sie beste Recht herauszusuchen und eine rechtliche Entscheidung nach diesem für sie günstigsten Recht herauszubekommen. Ein Beispiel dafür habe ich Ihnen einmal als anekdotische Evidenz mitgebracht. Vielleicht haben Sie davon in letzter Zeit auch in der Presse gelesen.
Der Europäische Gerichtshof hat sich vor kurzem mit dem Fall Bogendorf von Wolfersdorf beschäftigt. Worum ging es da? Es ging um einen Deutschen namens Nabil Baghdadi, so hieß er jedenfalls zum Zeitpunkt seiner Geburt, der anschließend seinen Namen verschiedene Male hat ändern lassen. Aus Nabil Baghdadi wurde zunächst Nabil Peter Bogendorf, dann wurde er adoptiert und erhielt den Namen Nabil Peter Bogendorf von Wolfersdorf. Und dann ist er nach Großbritannien ausgewandert, hat die britische Staatsbürgerschaft bekommen und hat unter britischem Recht seinen Namen doch nun sehr signifikant ändern lassen, und zwar in Peter Mark Emanuel Graf von Wolfersdorf, Freiherr von Bogendorf. Das hört sich auf den ersten Blick gerade für jemanden, der nur das deutsche Namensrecht flüchtig kennt, sehr, sehr skurril und kurios an. Man muss dazu aber wissen, dass das britische Recht durchaus offen ist, was den Umgang mit Namen angeht. Man kann vereinfacht gesagt, solange man nicht den Rechtsverkehr täuscht, in England eigentlich einen beliebigen Namen annehmen und muss nur der Öffentlichkeit durch ein selbstgefertigtes Dokument nachweisen oder anzeigen, dass man nun beabsichtigt, einen neuen Namen zu führen. Das hat der seinerzeit Nabil Peter Bogendorf von Wolfersdorf getan, indem er seinen Namen entsprechend noch weiter verfeinert und ausgeführt hat. Und so hieß er denn amtlich und rechtlich völlig unproblematisch letztlich Peter Mark Emanuel Graf von Wolfersdorf, Freiherr von Bogendorf, jedenfalls nach englischem Recht. Nun kam der Betroffene wieder zurück nach Deutschland und wollte sich diesen Namen auch in Deutschland in das Register eintragen lassen. Die deutschen Behörden waren damit natürlich nicht so glücklich und haben ihm sein Ansinnen verwehrt, unter Verweis darauf, dass das deutsche Namensrecht das nicht hergibt. Er ist dagegen vor Gericht gezogen mit der Begründung, dadurch werde seine Freizügigkeit unbotmäßig eingeschränkt. Also so war europäisches Recht im Spiel und der EuGH konnte entscheiden. Und es gab vorlaufend in der Wissenschaft durchaus eine heiße Diskussion darüber, wie dieser Fall nun zu entscheiden sei. Und viele haben gesagt, wenn wir in Deutschland den Adel abgeschafft haben, dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn man nun nicht ihm seinen vielleicht komplizierten, aber dennoch in England gültigen Namen allein deswegen verwehrt, weil er eine Reihe von Adelselementen enthält, die nun eigentlich keinen echten Adel anzeigen. Dennoch, der EuGH hat hier tatsächlich dem deutschen Namensrecht den Vorrang gegeben und hat der Klage des Betroffenen nicht stattgegeben. Das deutsche Namensrecht hat also den Vorzug erhalten vor dem englischen. Jedenfalls hat das englische Namensrecht seine Rechtsfolgen insoweit nicht nach Deutschland hin übertragen können. Ich will jetzt diesem Fall gar nicht im Einzelnen nachgehen oder nachspüren, inwieweit das jetzt vielleicht teilweise europarechtlich veranlasste Überlegungen waren, teilweise auch international privatrechtliche. Ich will Ihnen damit nur zeigen, dass man mit grenzüberschreitenden Sachverhalten heutzutage einiges anstellen kann und dass es alles andere als selbstverständlich ist, welches Recht man auf ein Sachverhalt anwendet und welches Recht einmal bei einer Konkurrenz verschiedener Zivilrechte den Vorrang erhält. Diese Konkurrenzsituation im Grundsatz versucht das IPR, wenn nicht aufzulösen, so doch immerhin zu klären. Und damit sind wir bei den Zielen des internationalen Privatrechts. Die Ziele des IPR sind natürlich Hintergrundwissen, aber sind wichtig für Sie, wenn Sie im Einzelfall argumentieren müssen, ob sich ein Fall in die eine oder die andere Richtung hin auflöst und in die eine oder andere Richtung hin zu entscheiden ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man weiß, worauf das IPR eigentlich hinaus will. Und da sei auch vorausgeschickt, die Ziele des IPR sind alles andere als unumstritten. Zunächst einmal wäre denkbar, dass ein Kollisionsrecht, also ein IPR, jeweils versucht, das eigene Sachrecht zur Anwendung zu berufen. Dass also etwa das deutsche internationale Privatrecht, also die deutschen Regeln des Kollisionsrechts, versuchen jeweils das deutsche materielle Zivilrecht zur Anwendung zu bringen, weil man vielleicht sagt, Rechtsanwälte und Richter hier in Deutschland kennen sich am besten mit dem deutschen Recht aus, deswegen das eigene Sachrecht soll unbedingt Vorrang erhalten.
Ich habe direkt hinter dieses mögliche Ziel ein großes Fragezeichen gemacht. Und zwar deswegen, weil man sich eigentlich weitgehend einig ist, dass dieses jedenfalls kein vorrangiges Ziel des IPR sein kann. Worauf zielt das IPR, wenn denn nicht das eigene Sachrecht anzuwenden? Nun, eine Formel, der sich viel mehr Wissenschaftler und Praktiker anschließen könnten, wäre diejenige, dass das IPR nach dem passenden Sachrecht sucht. Wir werden gleich noch sehen, wie sich das geschichtlich entwickelt hat, aber wir können hier schon mal vorweg festhalten, dass es Sachverhalte gibt von unterschiedlicher Prägung. Und gerade wenn ein Sachverhalt Bezugspunkte zu verschiedenen Staaten hat, zu verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Rechtsräumen letztlich auch, dann ist es vielleicht nicht vorwiegend die Frage, vor welchem Gericht oder von wessen Rechtsanwälten wird ein Fall behandelt, sondern die Frage könnte oder sollte vielleicht eher lauten, wo befindet sich das Zivilrecht, das für diesen konkreten Fall am besten passt. Das ist vielleicht nicht die einzige, aber doch eine sehr, sehr wichtige Frage, die letztlich Gesetzgeber leitet, die versuchen, kollisionsrechtliche Normen zu schaffen. In gewisser Weise damit verbunden sind kulturelle Ziele. Gleichzeitig können kulturelle Ziele immer auch ein Stück weit auseinandergehen. Kulturelle Ziele können einerseits Ausdruck sein dafür, dass man versucht, eine vorhandene kulturelle Prägung zu respektieren. Sehr klassisch ist das in den Bereichen des Familien- und Erbrechts. Wenn da jemand zu uns kommt aus einem anderen Land und er hat dort sein ganzes Leben lang gelebt und er ist so geprägt, wie es vielleicht in diesem anderen Land religiös üblich ist, zum Beispiel er ist gläubiger Hindu und er hat immer nach den entsprechenden religiösen Vorschriften gelebt, dann könnte ein Kollisionsrecht, ein IPR, hingehen und sagen, behalte deine kulturelle Prägung, wir achten sie und wenn es um familienrechtliche Dinge geht, die von deiner Religion sehr geprägt werden, dann wende dein eigenes Religionsrecht an. Wäre durchaus denkbar, wäre Ausdruck eines Respekts vor seiner Kultur. Gewissermaßen in die andere Richtung geht ebenfalls ein kulturelles Ziel, nämlich dass man sagt, wenn dann schon jemand herkommt zu uns, dann ist es vielleicht auch wünschenswert, dass er nicht sein vergangenes Leben lebt, sondern dass er bei uns und mit uns lebt und dass er sich auch bei uns in unsere Kultur integriert. Ob man das Leitkultur nennt, was ein politisch umstrittener Begriff ist, darüber kann man streiten. Aber man könnte durchaus sagen, Integration von ursprünglich fremden Menschen ist etwas, das jede Gesellschaft will. Und dann sollten Menschen, die zu uns kommen, auch von den Segnungen unseres Rechts profitieren. Wenn wir uns also zum Beispiel rühmen, ein Zivilrecht zu haben, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau besonders stark und besonders guten Ausdruck gefunden hat, dann sollten wir es vielleicht nicht respektieren, wenn da jemand zu uns kommt, der aus einem Land kommt, wo das nicht so ausgeprägt ist, sondern wir sollten sagen, wenn du zu uns kommst, dann sollst du auch von unserem Zivilrecht profitieren und dann soll zum Beispiel eine Frau, die aus einem anderen Land kommt, auch entsprechend gleichberechtigt hier behandelt werden. Das wäre dann weniger Respekt vor der fremden Kultur als eine gewisse Vorzugshaltung für die eigene Kultur. Beides mag seine Berechtigung haben, sind in gewisser Weise divergente Ziele und beide können aber auch in einem Kollisionsrecht angelegt sein, in der einen oder in der anderen Weise. Ein weiteres Ziel des IPR oder mögliches Ziel des IPR ist der sogenannte internationale Entscheidungseinklang. Mit diesem Begriff ist gemeint, dass man versucht, dass es völlig egal ist, wo in der Welt man klagt. Weil, so das Ideal dieses Entscheidungseinklangs, jedes Gericht ein ähnliches oder identisches IPR, ein identisches Kollisionsrecht hat und jedes Gericht sagt, auf diesen Fall, so wie der gelagert ist, wenden wir französisches Zivilrecht an oder auf diesen Fall, so wie der gelagert ist, wenden wir argentinisches Zivilrecht an. Und der letzte Punkt, ein weiteres mögliches Ziel des IPR wäre die Gewährleistung von Privatautonomie, Stichwort Rechtswahl. Es ist zunehmend in modernen IPR-Gesetzen möglich, dass man sich selbst das nationale Zivilrecht wählt,
dem etwa ein Vertrag oder ein sonstiges Rechtsverhältnis unterstehen soll. Wenn ein Kollisionsrechtsgesetzgeber das anerkennen möchte, wenn er sagt, ihr könnt euch da selbst entscheiden, welches Recht ihr wählen wollt, dann wäre das insbesondere ein Ausdruck des Ziels Gewährleistung von Privatautonomie. Wenn man sich diese Ziele in dieser Liste alle nacheinander noch einmal anschaut, dann sieht man, die Anwendung des eigenen Sachrechts, wenn sie überhaupt ein Ziel sein kann, sie tritt doch sehr in den Hintergrund. Es sind ganz andere Gedanken, die einen Kollisionsrechtsgesetzgeber leiten. Das heißt, anders gewendet, es kann durchaus sein, dass wir uns beispielsweise in Deutschland befinden und dass da ein Richter hingeht, eine kollisionsrechtliche, eine IPR-Prüfung vornimmt und am Ende sagt, na, ich wende nicht mein eigenes Sachrecht an, sondern ein fremdes Sachrecht. Ich wende etwa portugiesisches Erbrecht an. Und zwar deswegen, weil er sagt, jetzt in der Terminologie dieser Ziele gesprochen, das passt besser. Oder da kommt jemand mit einer entsprechenden kulturellen Prägung zu uns, dessen Prägung will ich respektieren. Oder er hat sich vielleicht bewusst für dieses ausländische Recht entschieden und diese Entscheidung möchte ich anerkennen. Wenn das so ist, dann bedeutet das natürlich auch, wir haben hier fremdes Gericht an deutschen Gerichten. Ist das so, dass man tatsächlich an deutschen Gerichten fremdes Recht anwendet? Ist das so, dass man vielleicht sogar ein fremdes Recht anwendet, das wir überhaupt nicht gut finden, das uns gar nicht passt, am Ende noch fremdes religiöses Recht, das vielleicht in puncto Gleichberechtigung Mann und Frau, in puncto Vorstellungen etwa familienrechtlicher Art ganz weit von dem abweicht, was wir uns hierzulande vorstellen. Mit diesen Themen lässt sich sehr gut Stimmung machen und auch sehr gut Entrüstung provozieren. Und es gibt ab und an in der Presse die Diskussion, sollte das sein, dass deutsche Gerichte fremdes Recht anwenden? Und das wird besonders gerne zugespitzt auf das muslimische Religionsrecht, Stichwort Scharia vor deutschen Gerichten. Ich habe Ihnen hier mal einige Schlagzeilen mitgebracht, die vor einigen Jahren wieder mal in einer Art Welle durch die deutschen Gazetten gingen. Und Sie sehen, die Scharia hält Einzug in deutsche Gerichtssäle. Politiker sprechen sich dagegen aus, dass am Ende noch die Scharia Anwendung findet. Und am Ende des Tages hat aber eine schlaue Journalistin herausgefunden, das ist doch eigentlich die Tagesordnung. Das ist tatsächlich an der Tagesordnung, dass deutsche Gerichte fremdes Recht anwenden, vielleicht sogar ausländisches Religionsrecht. Das ist etwas, was vielleicht auf den ersten Blick verwunderlich ist, aber wenn Sie ein bisschen länger sich mit dem IPR beschäftigen, dann ist das für Sie das Normalste von der Welt und ich darf Sie beruhigen, es ist ebenfalls das Normalste von der Welt, dass man am Ende des Tages, ganz am Ende der kollisionsrechtlichen Prüfung, auch noch eine Art Kontrolle macht, um zu schauen, ob das Ergebnis, bei dem wir durch Anwendung fremden Rechts herauskommen, ob uns das überhaupt gefällt oder ob wir da vielleicht noch irgendeine Notbremse ziehen müssen. Gleichwohl gilt im Grundsatz, es ist beileibe nicht so, dass deutsche Gerichte nur deutsches Recht anwenden, sondern ausländisches Recht ist in deutschen Gerichten fast schon an der Tagesordnung. War das immer so? Oder ist das eine Entwicklung der letzten Jahre? Werfen wir einen kurzen Blick zurück in die Geschichte des IPR. Und das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr stiefmütterlicher Blick. Wenn Sie sich mit IPR-Lehrbüchern beschäftigen, dann werden Sie darin noch wesentlich mehr lesen können, aber ich will es mal auf das Notwendigste reduzieren. In der griechischen Antike war es so, dass jede Stadt ihr eigenes Gericht hatte, jede Polis, und ihr eigenes materielles Recht, ihr eigenes Sachrecht angewendet hat. Das war relativ einfach, jedes Gericht hat sein Recht und wer da kommt und klagt, der muss sich diesem Recht unterordnen. In der römischen Antike wurde das schon ein kleines Stück weit ausdifferenziert. Man hat unterschieden zwischen den Bürgern, also denjenigen, die in der Stadt nicht nur wohnten, sondern auch Bürger dieser Stadt waren. Die kamen unter den Schutz des Jus Civile und man hatte ein eigenes Recht, Zivilrecht für die Fremden, ein Jus Gentium. Und je nachdem, welcher Gruppe man zugehörte, da hat man das entsprechende Recht bekommen. Im Mittelalter gab es verschiedene Prinzipien, nach denen das Kollisionsrecht festgestellt hat, welches Zivilrecht zur Anwendung kommt.
In der Tendenz war es anfangs eher so, dass man das Heimatrecht angewendet hat, also gefragt hat, welchem Staat gehörst du an? Dann bringst du quasi dein Recht mit und nach diesem Recht urteilen wir dich ab oder beurteilen wir, ob dir ein entsprechender Anspruch zusteht. Und später in der Tendenz hat mehr gewonnen das Territorialitätsprinzip. Das bedeutet, die Frage war, wo hat man sich aufgehalten? Und wenn du dich bei uns aufgehalten hast, dann wenden wir auf deinen Fall auch unser eigenes Recht an. Noch später gab es die sogenannte Statutenlehre, wie gesagt auch hier sehr verkürzt, dass es örtlich partikulare Rechte gab, die angewendet wurden, aber nachrangig römisches Recht. Das hing auch damit zusammen, dass das römische Recht einen großen Einfluss hatte auf viele, insbesondere europäische Rechtsordnungen, die das römische Recht als so eine Art Schattenrecht im Hintergrund hatten. Und immer dann, wenn sie selbst nicht weitergekommen sind oder wenn sie höhere Rechtsprinzipien suchten, Anleihe am römischen Recht nahmen. Eine sehr einflussreiche Formulierung wurde dann letztlich geprägt von Friedrich Karl von Savigny, der im 19. Jahrhundert gesagt hat, entscheidend muss doch die Frage sein, wo das Rechtsverhältnis sitzt, das wir hier beurteilen. Und damit meinte er das, was wir eben schon bei den Zielen des IPR beschrieben haben, mit der engsten Verbindung eines Falles zu einem bestimmten Staat oder einem bestimmten Recht. Diese Formel, die von Savigny geprägt wurde, die findet sich heute noch in ähnlicher Form in vielen Gesetzen. Wir werden im Laufe der Vorlesung solchen Gesetzen begegnen und an diesen Stellen können Sie dann zurückdenken eben an diese Formel. Wir suchen nach dem Sitz des Rechtsverhältnisses, nach der engsten Verbindung. Die Frage ist bei dieser abstrakten Formulierung natürlich, wie gestaltet man das aus? Sie können nicht unbedingt immer in ein Kollisionsgesetz hineinschreiben, maßgebend ist der Sitz des Rechtsverhältnisses, Punkt, oder maßgeblich ist die engste Verbindung, weil es womöglich konkreter sein sollte. Sie können unter den Sitz des Rechtsverhältnisses schwer subsumieren, ohne dass Sie dann ein Riesenfallrecht brauchen. Aber das war quasi das Ziel, das Savigny nochmal so formuliert hat und das letztlich auch das IPR heutzutage zu großem Umfang mit beeinflusst hat. Wie sieht das IPR von heute aus? Was gibt es da überhaupt für Rechtsquellen, mit denen wir uns heute, aber dann vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Vorlesung beschäftigen werden? Zunächst wird Sie vielleicht verwundern, dass das Ausgangsgesetz, mit dem wir vielleicht den Anfang machen, dass es ein Gesetz ist, das Sie schon lange zumindest abstrakt kennen, aber in das Sie vielleicht noch gar nicht so häufig hineingeschaut haben, nämlich das Einführungsgesetz zum BGB. Im EGBGB steht sehr, sehr viel zum internationalen Privatrecht in den Artikeln 3 folgende und deswegen wird das auch für uns im Folgenden häufig der Ausgangspunkt sein. Das EGBGB ist kein junges Gesetz, das erst 20 Jahre alt ist, sondern das trat gleichzeitig im Jahr 1900 mit dem BGB in Kraft. Das bedeutet, das internationale Privatrecht ist hier auch in Deutschland keine erst seit kurzem kodifizierte Materie, sondern das gibt es fast schon immer, jedenfalls gleichzeitig mit dem BGB. Also es ist keine junge Frage, wie wir natürlich auch an der Geschichte sehen, dass man sich fragt, welches Recht kann auf grenzüberschreitende Sachverhalte angewendet werden, sondern die Frage war schon immer da und sie wurde gleichzeitig mit dem Gesetz für innerstaatliche Sachverhalte, BGB, geregelt. Vielleicht an der Stelle einen kurzen Exkurs, was finden Sie noch im EGBGB? Es ist kein reines IPR-Gesetz, das ist jetzt etwas, was vom IPR etwas wegführt, aber was fast schon zu juristischem Allgemeinwissen gehört und was ich an der Stelle deswegen kurz erwähnen möchte. Wenn Sie das mal so durchblättern, das EGBGB, in manchen Ausgaben haben Sie kein Inhaltsverzeichnis, aber wenn Sie blättern, finden Sie das auch, dann sehen Sie ein Sammelsurium von sehr unterschiedlichen Rechtsgebieten, die man in dieses Einführungsgesetz hineingepackt hat. Wenn Sie zum Beispiel in die Artikel 50 folgende des EGBGB hineinschauen, dann sehen Sie etwas, was man etwas spöttisch bezeichnet hat mit der Verlustliste der deutschen Rechtseinheit, nämlich die Grenze zwischen altem Reichszivilrecht, Bundeszivilrecht und Länderzivilrecht. Also man hatte eigentlich vor, mit dem Erlass des BGB ein
einheitliches Zivilrecht für ganz Deutschland zu schaffen. Aber das ist nicht ganz geglückt, weil es bestimmte Vorbehalte noch zugunsten der Länder oder zugunsten des alten Reichsrechts geben sollte. Und das, was quasi für die Bundeseinheit verloren ging, das hat man in die Artikel 50 folgende reingeschrieben. Sie merken direkt schon, beim EGBGB müssen Sie aufpassen, da sprechen Sie nicht von Artikeln, nicht von Paragraphen, sondern von Artikeln. Oder um genau zu sein, gibt es schon Paragraphen im EGBGB, aber die sind unterhalb der Artikel aufgehängt. Das sehen Sie insbesondere in den hinteren Artikeln des EGBGB. Ich habe Ihnen ja hier auch nochmal angeführt, was sonst noch im EGBGB drinsteht. Zum einen Übergangsvorschriften, immer wenn ein Gesetz neu erlassen wird und man sich fragt, bis wann wird das alte, wann wird das neue Gesetz oder die neue Gesetzesfassung angewendet, dann steht das hinten im EGBGB drin. Das wird immer weiter fortgeschrieben, also wenn Sie in Artikel 219 folgende reinschauen. Und weil das so lange fortgeschrieben wird und weil da so viele Inhalte drin sind, deswegen finden Sie unterhalb der Artikel an der Stelle noch eine Paragraphenunterteilung. Hinter den Übergangsvorschriften finden Sie Informationspflichten. Wenn Sie sich also als Unternehmer zum Beispiel Waren an Verbraucher verkaufen, dann finden Sie ein Verbraucherschutzrecht vorne im BGB drin, Paragraphen 312 folgende, immer wieder von der EU motiviert geändert, Widerrufsrechte und so weiter. Und eng mit diesem Verbraucherschutzrecht verknüpft sind Informationspflichten, denen Unternehmer genügen müssen. Und Sie finden diese Informationspflichten oder einen Teil dieser Informationspflichten finden Sie hinten in den Artikeln 240 folgende des EGBGB. Wenn Sie später mal als Rechtsanwältin Unternehmer beraten, dann sollten Sie wissen, wo das zu finden ist. Vielleicht helfen Ihnen an der Stelle dann die Belehrungsmuster, die sind in den Anlagen zum EGBGB drin. Die helfen, eine Belehrung zum Beispiel über Widerrufsrechte für Unternehmer einigermaßen rechtssicher zu machen, ohne dass Sie als Rechtsanwalt sich da bei der Formulierung verirren oder verheddern. Sollten Sie vielleicht mal gesehen haben, ist insbesondere aus meiner Sicht für die mündliche Prüfung wichtig, wenn Sie mal gefragt werden, was da so drin steht oder wo Sie diese entsprechenden Inhalte finden. Aber beschließen wir diesen Exkurs, kommen wir zurück zu dem, was uns interessiert. Das sind die Artikel 3 bis 49 des EGBGB. Da steht, wie gesagt, das IPR drin, jedenfalls im Grundsatz. Warum nur im Grundsatz? Nun, weil das IPR eine Rechtsmaterie ist, die in den vergangenen Jahren oder wenigen Jahrzehnten immer mehr europaweit durch die EG und später EU vereinheitlicht wurde. Die EU hat ja ganz verschiedene Gesetzgebungsprojekte und gerade wenn es ums materielle Recht geht, wird da häufig mit guten Gründen sehr viel gerungen. Beim IPR geht das schneller und es ist tatsächlich auch weniger umstritten. Denn Stichwort internationaler Entscheidungseinklang. Man ist sich international eigentlich sehr einig darüber, dass es gut ist, wenn auf einen bestimmten Sachverhalt mit einer bestimmten Prägung die Gerichte zumindest innerhalb Europas jeweils dasselbe Sachrecht anwenden. Dass es also keinen Unterschied macht, ob ich in Belgien klage oder etwa in Polen, weil beide Gerichte das entsprechende nationale materielle Recht zur Anwendung bringen werden, abhängig von der Prägung des Falls. Die EU hat das also stark vereinheitlicht, das IPR. Und wie tut das die EU? Sie kennen wahrscheinlich schon aus der Vorlesung Europarecht die Unterscheidung zwischen Richtlinien und Verordnungen. Die ist natürlich auch an der Stelle sehr wichtig. Richtlinien geben nur einen Rahmen vor und müssen von den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden. Wenn Sie als EU selbst Gesetze machen wollen, die unmittelbar gelten, dann machen Sie keine Richtlinie, sondern eine Verordnung. Und die Verordnung ist auch das Mittel der Wahl, um das IPR zu vereinheitlichen. Deswegen haben wir inzwischen neben dem EGBGB eine ganze Reihe von verschiedenen europäischen Verordnungen, die einzelne Rechtsbereiche des internationalen Privatrechts vereinheitlichen. Ich habe Ihnen die wichtigsten dieser Verordnungen auf dieser Liste einmal aufgeführt. Sie sehen, das ist eine ähnliche Unterteilung, wie wir sie eingangs gemacht haben bei den verschiedenen Materien des internationalen Privatrechts. Also es geht um Vertragsrecht, um außervertragliche Schuldverhältnisse, um Scheidung, Trennung, Familienrecht. Also es geht um Erbrecht und Gesellschaftsrecht. Sie sehen auch, dass
diese Verordnungen alle aus den letzten Jahren stammen, vielleicht mit der einen Ausnahme, nämlich der ersten, dass die Verordnung über vertragliche Schuldverhältnisse, die hat einen Vorläufer, der inhaltlich fast gleich war, nämlich ein europäisches Übereinkommen aus dem Jahr 1980. Dieses Übereinkommen, das EVÜ, stammt aus Rom, das wurde in Rom geschlossen. Deswegen hat man begonnen, diese IPR-Verordnungen der EU Rom-Verordnungen zu taufen. Deswegen heißt eben diese Verordnung über vertragliche Schuldverhältnisse Rom-1-Verordnung, Rom-2, Rom-3. Und dann ist man aus dieser Rom-Zählung herausgekippt, jedenfalls vorläufig. Und jetzt die jüngeren Verordnungen haben einen Namen, der eher auf den Inhalt hinweist. Was ich Ihnen noch dahinter geschrieben habe, ist jetzt eher technischer Art, nämlich diese JH-Kennzeichnung. Das ist einfach die Ordnungsziffer im James Hausmann in der Textsammlung, die ich eingangs Ihnen vorgestellt habe, damit Sie das besser auffinden können. In welchem Verhältnis stehen diese EU-Gesetze zum EGBGB? Da können Sie jetzt zum ersten Mal direkt in die Vorschrift reinblättern. Schauen Sie in Artikel 3 Nummer 1 EGBGB hinein. Dort sehen Sie diese Verordnungen im Wesentlichen aufgelistet und Sie können dieser Vorschrift direkt entnehmen, die europäischen Verordnungen haben Vorrang vor dem EGBGB. Es ergibt sich eigentlich schon aus dem Rang des europäischen Rechts, es ist da aber nochmal deklaratorisch geregelt. Und damit ist auch gesagt, dass das EGBGB, was man bedauern mag, aber faktisch mehr und mehr an Bedeutung verliert. Die EU reguliert immer weitere Teile des internationalen Privatrechts, vereinheitlicht sie europaweit. Und das führt dazu, dass im EGBGB viele Vorschriften heute kaum noch Bedeutungsgehalt haben, manche Vorschriften sogar ganz gestrichen worden sind, weil sie vom Inhalt her in diesen IPR-Verordnungen der EU aufgegangen sind. Weil also das EGBGB immer bedeutungsloser wird gegenüber den EU-Verordnungen, deswegen wird es auch so sein, dass diese EU-Verordnungen, über die wir hier sprechen, ganz zentraler Bestandteil dieser Vorlesung sind. Ich habe eben gesagt, im besonderen Teil der Vorlesung werden wir verschiedene Rechtsbereiche abklopfen und uns nacheinander vornehmen und uns das internationale Privatrecht dort anschauen. Und das werden wir vor allem tun anhand eben dieser Verordnungen, die ich Ihnen auf dieser Liste aufgeführt habe. Was gibt es noch an Rechtsquellen des IPR? Nun, es gibt noch verfahrensrechtliche Verordnungen. IZVR heißt Internationales Zivilverfahrensrecht. Was ist das überhaupt? Sage ich Ihnen hier an der Stelle kurz, damit Sie überhaupt grob wissen, wovon wir sprechen. Da sind so Regeln drin, die bei uns sonst in der ZPO stehen würden. Also Stichwort Zuständigkeit. Welches Gericht ist zuständig? Wann kann man aus einem Titel vollstrecken und so weiter? Sie haben natürlich auch in internationalen Sachverhalten die Frage, können Sie jetzt zu einem Gericht in Frankfurt gehen? Oder weil der Fall auch Bezüge zu Luxemburg hat, müssen Sie vom Luxemburger Gericht. Und dann müssen Sie quasi ebenso wie Sie auf der materiellen Ebene eine IPR Prüfungen vorschalten, um festzustellen, welches materielle Recht Sie prüfen, müssen Sie auf der verfahrensrechtlichen Ebene natürlich auch prüfen, welches Gericht ist überhaupt international zuständig oder welches Gericht kann welche Titel vollstrecken und so weiter. Das sind Regelungen des internationalen Zivilverfahrensrechts. Auch dazu hat die EU eine Reihe von Verordnungen erlassen. Wenn Sie hier mal so grob drüber schauen, sehen Sie, die EU hat unter anderem ein eigenes Mahnverfahren, ein eigenes Verfahren für geringfügige Forderungen auf den Weg gebracht. Das ist nicht zentraler Bestandteil dieser Vorlesung, aber ich wollte es Ihnen mal kurz genannt haben und ich habe Ihnen eingangs schon gesagt, auf diese Verordnungen werden wir ganz am Ende in den letzten Terminen dieser Vorlesung kurz zu sprechen kommen. Die dritte und letzte Liste von Rechtsquellen im Bereich des internationalen Privatrechts beschäftigt sich jetzt wieder direkt mit IPR-Vorschriften und zwar mit Vorschriften, die jetzt nicht mehr von der EU kommen, sondern ich sag mal von einem größeren Gebilde, nämlich von der Haager Konferenz. Das ist eine Konferenz, die sitzt in Den Haag in den Niederlanden und die kümmert sich seit langer, langer Zeit darum, dass das internationale Privatrecht nicht europaweit, sondern sogar weltweit vereinheitlicht wird. Und dazu formuliert sie Vorschläge für Staatsverträge, die dann von möglichst vielen Staaten weltweit ratifiziert werden sollen. Das ist in unterschiedlichem Maße gelungen. Manche dieser Haager Übereinkommen sind von vielen Staaten, manche eher von wenigen Staaten tatsächlich auch
ratifiziert worden. Wir werden, weil die eher eine untergeordnete Bedeutung haben gegenüber den EU-Verordnungen, darauf nur hier und da zu sprechen kommen. Aber Sie sollten wissen, dass es diese Übereinkommen gibt. Sie finden auch diese Übereinkommen in der roten Textsammlung in dem James Hausmann. Und Sie sehen hier, es geht insbesondere um familienrechtliche Themen. Vielleicht mit das Wichtigste ist noch das Testamentsformübereinkommen. Auch das haben viele Staaten, unter anderem Deutschland, ratifiziert. Und damit ist das auch eine der Rechtsquellen, die im IPR Anwendung finden kann. Das war jetzt ein Parforce-Ritt durch verschiedene Rechtsquellen des IPR. Viele von Ihnen werden diese ganzen Rechtsquellen zum allerersten Mal gehört haben und werden sie vielleicht relativ schnell wieder vergessen haben. Immerhin haben Sie jetzt die Liste und wir werden in den nächsten Vorlesungen immer wieder darauf zu sprechen kommen und Sie werden dann mehr und mehr Gewohnheit damit entwickeln, mit diesen Gesetzen umzugehen und auch innerhalb dieser Gesetze zu arbeiten. Gerade bei den europäischen Verordnungen ist es so, dass sie am Ende des Tages doch relativ ähnlich aufgebaut sind und Sie werden sich darin vielleicht schneller heimisch fühlen, als Sie jetzt im ersten Moment sich vorstellen können. Schauen wir uns jetzt noch einmal an, wie Sie diese Gesetze überhaupt anwenden. Am Ende des Tages, gerade dann, wenn Sie eine Klausur schreiben, die IPR-Bezüge hat oder die sich sogar überwiegend mit dem IPR beschäftigt, dann müssen Sie wissen, wo Sie das reinprüfen und wie das bedeutsam werden kann. Nun, es ist so, dass Sie immer dann, wenn Sie einen Fall mit internationalen Bezügen haben, im Grunde genommen zumindest gedanklich das komplette Prüfungsschema, das ich Ihnen hier einmal überblicksartig aufgeworfen habe, durchgehen müssen. Sie müssen jedenfalls, wenn auch zivilprozessuale Bezüge in der Fragestellung drin sind, das internationale Zivilverfahrensrecht vorschalten. Das sind die Fragen, über die ich eben schon kurz gesprochen habe, also Fragen, welches Gericht ist international und dann auch national zuständig. Das wird natürlich gerade im ersten Examen häufig von der Fragestellung ausgenommen sein. Dann kommen Sie im zweiten Schritt zur Prüfung des internationalen Privatrechts oder auch Kollisionsrechts. Und darunter, haben wir ja gesagt, verstehen wir die Frage, welches materielle Recht, welches Sachrecht überhaupt zur Anwendung kommt. Dort kommen jetzt die verschiedenen Gesetze rein, über die wir soeben gesprochen haben. Also eigentlich ausgangs nur das EGBGB, aber inzwischen auch die ganz vielen europäischen Verordnungen, die im Bereich IPR ergangen sind. Und innerhalb dieser Verordnungen schauen Sie sich dann an, was ist überhaupt die Materie, von der Sie sprechen. Zum Beispiel ein Verbrauchervertrag mag das sein oder es mag eine Erbfolge sein, über die Sie sprechen. Und dann müssen Sie unter die Vorschriften des IPR subsumieren, wie Sie sonst auch unter normale BGB-Normen subsumieren. Und die Subsumption, die führt dann zu der Feststellung, zum Beispiel polnisches Familienrecht ist anwendbar. Mit dieser Feststellung gehen Sie dann in den dritten Schritt, nämlich der Prüfung des nationalen Privatrechts, also des Sachrechts, wie der IPRler sagt. Das bedeutet, dann tun Sie das, was Sie schon immer getan haben. Sie schlagen das entsprechende materielle Gesetz auf, prüfen es und subsumieren darunter und kommen dann zu der Rechtsfolge. Alles zusammengenommen, sehen Sie, Sie haben jetzt mit der Vorlesung IPR zwei Schritte, die Sie der normalen Prüfung zumindest gedanklich vorausschalten müssen. Der erste Schritt wird noch vergleichsweise selten sein, aber gerade bei internationalen Bezügen sollten Sie den zweiten Schritt auf jeden Fall ab heute mitdenken. Schauen wir uns zum Schluss noch an, warum Sie sich das Ganze überhaupt antun sollten, warum Sie jetzt nicht heute am Ende des Tages sagen sollten, interessantes Rechtsgebiet, das berührt mich nicht. Ich sehe zu, dass ich in meinem Studium und danach daran vorbei navigiere. Warum ist das so? Warum sollten Sie nicht daran vorbei navigieren oder warum kommen Sie vielleicht sogar gar nicht darum herum? Das hängt damit zusammen, dass internationales Privatrecht nicht irgendwie eine Exotenmaterie ist, sondern dass das eben bei jedem Sachverhalt mit Auslandsbezug mit hereinspielt. Und wenn Sie das IPR falsch prüfen oder nicht prüfen, dann kann es sein, dass Sie einfach blind deutsches Sachrecht prüfen, aber deutsches Sachrecht ist überhaupt nicht anwendbar. Ist das tragisch? Ja, das ist tragisch, jedenfalls dann, wenn das Ergebnis, das ausländische Sachrecht auswirft, wenn das ein anderes ist, als das, zu dem Sie gelangen. Das gilt sowohl für Anwälte als auch für Richter. Ein Anwalt, der
jeden Fall gleich, ob er Auslandsbezug hat oder nicht, einfach nach dem heimischen Sachrecht, in unserem Fall nach dem deutschen Sachrecht prüft, der kann haften wegen Falschberatung, weil er seinen Mandanten falsch berät. Der Mandant zieht vielleicht vor Gericht, verliert, zahlt hohe Prozesskosten. Das muss dann der Anwalt bezahlen. Haftungsfall zahlt natürlich seine Berufshaftpflichtversicherung, womöglich, aber besser, sie machen das nicht, denn zu viele Haftungsfälle können sie sich auch als Anwalt nicht leisten. Also als Anwälte müssen sie das IPR können, müssen sie wissen, wo der Wegweiser zu einem ausländischen Recht zeigt. Sie müssen natürlich nicht das ausländische Recht können, aber sie müssen wissen, wann es angewendet wird. Und ebenso für Richter. Richter müssen auch nicht das ausländische Recht kennen, aber sie müssen wissen, wann es eine Rolle spielt. Und dann können sie es ermitteln mithilfe eines Gutachtens. Wenn sie also sagen, im rumänischen Erbrecht kenne ich mich nicht aus, dann können sie sagen, okay, ich habe festgestellt, rumänisches Erbrecht ist anwendbar. Jetzt gebe ich diese Frage, die dieser Fall aufwirft, in die Hände eines Gutachters. Der löst mir das, dann kriege ich das Gutachten zurück, wende das, diese so gelöste, per Gutachten gelöste Rechtsfrage an. Und löse meinen Fall so. Aber auf jeden Fall nicht möglich ist, einfach das eigene Sachrecht anzuwenden. Wenn Richter das tun, dann schaffen sie einen Revisionsgrund. Und das will kein Richter. Es ist schlecht für die eigene Laufbahn, aber auch allgemein für den eigenen Track Record nicht so besonders gut, wenn man zu viele Fälle hat, die von höheren Instanzen wieder aufgehoben werden. Eine ein bisschen schwierige und heikle Frage ist diejenige, was denn passiert, wenn am Ende des Tages zwar festgestellt wurde, völlig zu Recht, in unserem Beispiel rumänisches Erbrecht ist anwendbar, dann kommt der Gutachter mit einem Ergebnis und der Richter sagt, okay, der Gutachter hat gesagt, Anspruch besteht, also weist er die Klage nicht ab, sondern gibt ihr statt. Und dann kommt im Nachhinein der Beklagte an und sagt, ja, rumänisches Erbrecht war anwendbar. Aber das, was der Gutachter da gebracht hat oder wie der Richter das dann letztlich in sein Urteil reingeschrieben hat, das war falsch. Ob da etwa der Bundesgerichtshof in eine Diskussion zum Beispiel der rumänischen Erbrechtswissenschaft einsteigen würde und die entsprechenden Argumente so wägen würde, wie es vielleicht ein rumänisches oberste Gericht machen würde, das, oder ob er das tun müsste, das ist sehr umstritten. Mehr müssen Sie dazu aber auch tatsächlich nicht wissen. Ich hoffe, diese Drohung mit der Haftungskeule für Anwälte oder mit der Laufbahnkeule für diejenigen von Ihnen, die Richter werden wollen, hat ausgereicht, um Ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig das internationale Privatrecht ist, dass es ein Rechtsgebiet ist, das Sie nicht vernachlässigen dürfen und das mit der Zeit, mit der sprichwörtlichen Globalisierung immer wichtiger wird. Deswegen hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, dann mit dem ersten von zwei Terminen, der, wie ich Ihnen schon angekündigt habe, sich nochmal mit dem allgemeinen Teil des IPR beschäftigt, in dem Sie sehr viele Begriffe kennenlernen werden, in dem wir uns mal anschauen werden, wie das Kollisionsrecht so technisch arbeitet. Das wird sicherlich kein Spaziergang. Also Sie müssen ausgeschlafen sein, wenn Sie sich mit diesen allgemeinen IPR-Themen beschäftigen. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn Sie das gründlich tun, wenn Sie einmal kapiert haben, wie eine IPR-Vorschrift funktioniert, dann werden Sie all die Gesetze, über die wir heute gesprochen haben, mit großer Befriedigung und mit großem Verstand auch lesen können und Ihre Rechtspraxis zum einen jetzt zunächst einmal in den Klausuren im ersten Examen, aber dann später auch in der Praxis, wenn Sie als Richter, als Anwältin tätig sein werden, die wird ganz erheblich davon profitieren. Also bleiben Sie dabei. Ich freue mich drauf. Sie hoffentlich auch. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen.